Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Diablo 4. Ich bin hier im kaiserlichen Palast von Caldeum und ich habe in der letzten Folge Duriel getötet. Der liegt hier im Dreck. Ja, das ist er. Also der Bruder von Andariel, eins der vier geringen Übel. Und ich soll jetzt als nächstes nach meinen Verbündeten suchen, also Lorath, Donen und Nirel, die ja mit der Mutter Oberin Brava in Richtung Tor der Hölle gelaufen sind. So, ich hoffe, ich hole die jetzt so langsam auch wieder ein. Und ich hoffe, es kommen nicht noch mehr geringe Übel auf mich zu. Hier irgendwo sollten die sein. Dem da ist sie doch. Sei Dank, ihr seid hier. Ich habe sie überzeugt, nicht ohne euch zu gehen. Ihr hättet bei Brava die Fassung behalten sollen. Ich weiß. Aber ihr hättet den Stein auch nicht wegwerfen sollen. Okay, wo ist denn Brava? Ach, ist die schon vorne weggelaufen? Ja, wahrscheinlich. Ich bin bereit. Wir haben ein Ziel. Mephisto haust in der Kathedrale des Hasses. Jenseits des Flammenmeers, im Reich von Astaroth. Ich wette, darum hat Lilith ihn ins Kosglen befreit. Dort werden wir sie finden. Und was dann? Wir haben den Stein nicht. Es reicht, Donen! Dann liegt es an mir, sie aufzuhalten. Richtig? Ja, ganz genau. Gut, dann einmal da hoch. Ihr bedrängt mich damit und das ständig. Könnt ihr es einmal sein lassen? Es geht nicht darum, euch zu bedrängen, sondern... Das reicht. Ihr seid doch sonst beide so klug. Sonst? Heute nicht. Ja, der Stein ist weg. Lasst uns etwas dagegen tun, statt uns zu streiten. Wenn Inarius ihn hat, holen wir ihn uns zurück. Das ist die einzige Möglichkeit, Liliths Niederlage zu garantieren. Nein, nicht Lilith. Damit liegt ihr ganz falsch. Der Stein sollte für Mephisto aufgehoben werden. Ihren Schöpfer. Das große Übel. Ihr kennt seine Macht der Manipulation. Sein Hass hat uns bereits vergiftet. Sogar Lilith fürchtet ihn. Wieso tut ihr das nicht? Seid ihr fertig? Jetzt schon. Denkt über meine Worte nach. In Ordnung? Okay, das heißt, die streiten, weil die schon total benebelt sind durch Mephistos Hass. Das ergibt alles Sinn. Und ja, die große Frage ist halt, selbst wenn wir den Stein irgendwie bekommen, wen stopfen wir da rein? Mephisto oder Lilith? Was ist das? Ach, hier passiert nichts. Okay, gehe ich weiter. Ich habe das Ziel erreicht. Habe ich jetzt wieder eine Vision? Weil hier so ein Lilith-Mal ist? Nein. Ah, jetzt Liliths Blutblüten. Ich spüre deine Furcht, Vater.
Was habt ihr gesehen? Lilith. Lilith, sie dürstet nach der Macht ihres Vaters. Ob wir nun euch oder den Stein verwenden, wir müssen sie aufhalten. Wir folgen ihr in den Hass selbst. Er wird unsere Herzen noch mehr verbittern, uns gegeneinander aufhetzen. Erinnern wir uns daran, warum wir hier sind. Gemeinsam. Okay, wir gehen zu viert hier rein. Ich bin mal gespannt, wie viele wieder herauskommen werden. Ich befürchte, es wird weniger als vier sein. Hier ist alles falsch. Die Luft, der Boden unter meinen Füßen. Sterbliche hätten dieses Reich nie betreten dürfen. Je schneller wir Lilith finden und verschwinden können, desto besser. Anscheinend ist die Nahut in einen Hinterhalt geraten. Die anderen müssen vorgegangen sein. Gut. Sollen die Mistkerle uns den Weg freimachen? Das sind aber bittere Gedanken. Eben war der Richter, aber lieber die als wir, ja. Das wusste ich jetzt nicht, was nicht, ob ich hier richtig laufe. Ich muss ja da hin. Thank you.
auf, dass nur das Licht verbleibt. Oh, da lebt noch jemand. Können wir dem Ritter irgendwie helfen? Nein, sein Geist ist zerrüttet. Tja, tut mir leid, werter Ritter. Aber dein Geist ist zerrüttet. Wenigstens friert er hier unten nicht. Da hockt ja noch einer. Hockt. Höllenfeuer. Um uns auszusperren oder um jemanden einzusperren. Bald wissen wir es. Trete zurück, dann banne ich die Flammen. Mach mal. Tani Subtele. Dämonen! Helft uns, sie zurückzudrängen! Haben wir es? Tani Subtile Kittas. Ah ja. Hier wurde der wahre Kampf ausgetragen. Sie hatten keine Chance. Opfer für die Bestrebungen eines gefallenen Engels. Geht weiter. Dann zeugen Sünden. Wie Menschen Menschen zeugen. Schrecken zeugt Hass. Und Hass zeugt Zerstörung. Zerstörung zeugt Schrecken, wie Schrecken Hass zeugt, wie Hass Zerstörung zeugt. Was habt ihr gesagt? Sünden. Ach, jetzt fängt er nochmal an. Okay. Wie Menschen Menschen zeugen, Schrecken zeugt Hass und Hass zeugt Zerstörung. Ja, ja, halt doch mal die Klappe. Zeugt Schrecken. Wie Schrecken Hass zeugt, wie Hass Zerstörung zeugt. Das ist Brahma, selbst sie hat das nicht überlebt. Da ist etwas unter ihr. Ich kenne dieses Glühen. Das ist der Seelenstein. Oh. Was macht der Stein hier? Die lebt. Der Kampf ist nicht vorbei. Der Vater jagt Lilith. Wo ist Dinarius? Im Turm. Auf der anderen Seite dieses höllischen Ödlands. Erlösung. Naht! Nicht für die Ritter, die ihr in die Hölle geführt habt, und auch nicht für euch. Bruder. Ihr seid nur das Werkzeug von jemandem, der sich um niemanden von uns schert. Und ein Dieb. Die ganze Zeit, als wir euch in Caldeum geholfen haben, hattet ihr den Stein, oder? Inarius vertraute ihn mir an und Moment, ihr habt ihn? Unverschämter Ketzer, Diener der Dunkelheit, ihr seid alle verdammt.
Lasst sie. Der Hass hat sie vergiftet. Ist sie die Einzige? Vergesst nicht, wozu wir hier sind. Wogegen wir kämpfen. Was schlagt ihr vor? Ich habe ein Tonikum. Ein Mittelchen, um den Schmerz zu betäuben und sie in Bewegung zu bringen. Trinkt aus, Brava. Wenn ihr klug seid, kehrt ihr nach Caldeum zurück, solange ihr noch könnt. Okay. Was bewegt sich denn da, Feines? Das sieht aber lustig aus. Kann ich das abschießen? Nein. Lorath, habt ihr euch jetzt wieder unter Kontrolle? Der Zorn hat mich übermannt. Aber nun habe ich wieder einen klaren Kopf. Besteht eine Chance, dass Inarius Lilith finden kann? Er war hier jahrtausende lang eingesperrt. Er kennt das Gelände besser als wir alle. Wie ergeht es euch? Ich sehe immer wieder, wie ich über Lilith stehe, auf sie einsteche. Ich kann den Gedanken nicht verdrängen. Der Hass ihr versucht, sich in meinen Geist zu graben. Nun, sollen wir weitergehen? Ja, aber bleibt wachsam. Die Kathedrale ist im Chaos versunken. Wir sind jetzt auf uns gestellt. Bleibt zusammen und sucht diesen Turm, von dem Brava gesprochen hat. Okay, dann suchen wir mal den Turm. Die kämpfen immer noch. Okay. Sorry. Ich bin überladen. Ach, ich werde mal ganz schnell mein Inventar leeren. Okay, da bin ich zurück. Mal schnell zu den dreien. Die hier immer noch kämpfen. Okay, sehr gut. Offensichtlich leben die noch. Das freut mich. Da sind noch viele Gegner hier. Etwas bombardiert uns. Es kommt von da oben. Mir das Bollwerk zu errichten. Hit Solar. Nithemon. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, dass er da draußen steht und nicht in der Kuppel. Da ist etwas. Ich muss es töten. Okay. Dann mache ich das mal. Das Machtgleichgewicht in der Hölle wird sich verschieben. Nimsa ist das.
kann jetzt nicht behaupten, dass ich jemals den Namen zuvor gehört habe. Das ist noch nicht das Ende. Ich werde euer Leiden in die Länge ziehen. Es überrascht mich, dass ihr noch die Worte für das Bollwerk kennt. Ich habe euch diesen Zauber beigebracht. Tani Subteile Kiktos. Loraf. Noch mehr von diesem verdammten Höllenfeuer. Ich mache den Weg frei. Tani Subteile kickt das. Bingo. Hört meinen Ruf, Karum. Vernichtet die Feinde, Lilith. Dämonin, die Brücke zerstört hat. Das war die, die uns gejagt hat. Lilith hat immer noch Verbündete in der Hölle. Nicht für lange. Wir müssen einen anderen Weg finden. Das sieht aus nach Boss. Und um den kümmern wir uns in der nächsten Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch wieder ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Diablo 4 wissen, wenn ihr mehr von Diablo 4 sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.